Von der Erde aus können wir viele Sterne beobachten. Eine große Zahl von ihnen wurde gemeinsam in großen Molekülwolken geboren. In offenen Sternhaufen liegen sie immer noch sehr dicht beieinander. Viele Sternhaufen waren schon vor der Gaia-Mission bekannt. Sie sind hier als gelbe Kugeln markiert. Der Gaia-Satellit ist etwa 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Gaia misst die Helligkeiten, Farben, Position, Bewegung und Entfernung von mehr als einer Milliarde Sternen. Mit diesen Daten können die Mitglieder von offenen Sternhaufen identifiziert werden. Mehr als 2000 Sternhaufen wurden mit Hilfe von Gaias zweitem Sternkatalog bestätigt oder neu entdeckt. Die sind grün markiert. Auch die Größe der Sternhaufen wurde neu abgeschätzt. Daher können sich die grünen Kugeln in ihrer Größe von den gelben unterscheiden. Lassen Sie uns jetzt aus dem Sonnensystem herausfliegen. Wir können jetzt die vielen offenen Sternhaufen betrachten. Dies ist der Blick von oben auf unsere Milchstraße. Wir fliegen jetzt zum Sternhaufen UBC 274. Er ist fast 2000 Parsec oder 6400 Lichtjahre von der Erde entfernt. Dies sind die Mitglieder des Sternhaufens UBC 274. Sie sind zur Verdeutlichung aufgehellt. Jetzt markieren wir die Mitglieder des Sternhaufens in Rot und machen auch die anderen Sterne heller. Jetzt zeigen wir auch die Geschwindigkeitsvektoren der Sterne. Die Mitglieder des Sternhaufens haben ähnliche Geschwindigkeiten. Dies und die Positionen der Sterne wurden verwendet, um die Mitglieder der Sternhaufen zu identifizieren. Jetzt sind wir 710 Parsec oder 2300 Lichtjahre von dem Sternhaufen entfernt und schauen in die gleiche Richtung wie von der Erde aus. Der Haufen ist nicht rund, sondern länglich. Dies zeigt, dass sich UBC 274 aufgrund der Gezeitenkräfte durch die Milchstraße auflöst. Jetzt zeigen wir, wie sich die Sterne 10 Milliarden Mal schneller bewegen als in Wirklichkeit. Wir sehen, dass sich die Mitglieder des Haufens alle in die gleiche Richtung bewegen.